Gesegnet Tag und Monat und das Jahr, Die Jahreszeit, das Wetter, die Sekunden, Das schöne Land, der Ort, wo mich gefunden Und lieb gefangen nahm ihr Augenpaar. Gesegnet sei der erste süße Schmerz, Den ich als Armors Beute hab' empfunden, Sein Bogen, seiner Pfeile schwere Wunden, Als diese drangen mir zutiefst ins Herz. Gesegnet meiner Stimme Klang, mit der ich geb' Der Welt der Herren Namen kund', Die Seufzer Sehnsucht und der Tränen her. Gesegnet sollen alle Blätter sein, Beschrieben, ihren Ruhm zu künden, und mein Sinn, der keine kennt, als sie allein. Gesegnet Tag und Monat und das Jahr, die Jahreszeit, das Wetter, die Sekunden, das schöne Land, der Ort, wo mich gefunden und lieb gefangen nahm ihr Augenpaar. Dass jemand Ort und Zeit der ersten Begegnung mit der Geliebten preist, leuchtet ein. Allerdings handelt es sich um eine unerwiderte Liebe und der liebende Dichter verzehrt sich nur aus der Entfernung nach jener Laura, von der man nicht einmal sagen kann, ob es sie tatsächlich gegeben hat. Wahrscheinlich gab es sie sogar, aber eine Rolle für Petrakas Dichtung spielt sie doch vor allem in der Projektion, als ein Ideal, nach dem sich verzehrt wird und das sich nie an der Realität erproben muß. Gesegnet sei der erste süße Schmerz, den ich als Amors Beute hab empfunden, sein Bogen, seiner Pfeile schwere Wunden, als diese drangen mir zutiefst ins Herz. Hier gibt der Dichter zu, dass er tatsächlich an seiner Liebe zu dieser Laura leidet. Welche Logik liegt darin, dieses Leiden zu preisen? »Gesegnet meiner Stimme klang mit der ich geb der Welt der Herren Namen kund, die Seufzer, Sehnsucht und der Tränen her.« Sein Liebesleiden hat ihm eine Stimme als Dichter gegeben. Das ist es, wofür er dankbar ist. Gesegnet sollen alle Blätter sein, beschrieben ihren Ruhm zu künden und mein Sinn, der keine kennt als sie allein. Das ist das ganze Programm der Liebeslyrik von Petrarca. Man schwärmt, man leidet, aber für diese Gnade, dieses Leiden in große Dichtung verwandeln zu können, ist man dankbar. Dieser Petrarchismus wurde viel nachgeahmt. Er wird von Shakespeare in seinen Sonetten geistreich modifiziert, indem dort nicht immer ein Ideal besungen wird, ohne dass man deswegen weniger an der Liebe leidet. Letztlich klingt er sogar noch bei Heine nach, wenn dieser seine Liebeslyrik größtenteils auch immer um dieselbe Frauenfigur kreisen lässt. Jene Geliebte, die ihn enttäuscht hat. Alle drei haben sie gemeinsam, dass es weniger um die besungenen Personen als um die Größe des Gefühls und der Schönheit der Dichtung als solcher geht.